So, dann drückt mal die Daumen. Also wir haben jetzt hier unsere Nahkämpfer, unsere Fernkämpfer sehen wahrscheinlich auch noch aus wie Nahkämpfer vom Symbol her. Ich guck mal ganz kurz, wer was ist. Das ist ein Fernkämpfer in der ersten Reihe schon mal. Das ist auch ein Fernkämpfer, das ist auch ein Fernkämpfer. Da ist unser erster Nahkämpfer, da auch. Fernkämpfer, Nahkämpfer, Nahkämpfer. Na gut, also die Goblins werden gleich das Feuer eröffnen auf diesen Armbrustschützen. Er wird wahrscheinlich nicht zurückschießen, da er noch den Befehl hat, diesen Troll zu töten. Wir sollten als allererst mal die Befehle aufheben. S, also Shift A und Shift B jeweils O drücken für Cancel Order. Und dann markieren wir beide und drücken K für Töten und Select in Rectangle, also diese Auswahlform. Und nehmen wir erstmal nur die Goblins. So, das sind 5 Stück. Achso, da ist auch noch einer. Unter den bereits fliegenden Bolzen anscheinend. Ist der Befehl jetzt erteilt? Nee, ist er nicht. Ach, so, nochmal darüber. So, und Enter bestätigen. Jetzt sieht man hier oben Kill Goblins. Escape. Und jetzt würde ich gerne mal gucken, ob das wirklich ein Bolzen ist. Ja, naja, es ist ein Pfeil. Ein Silberpfeil. Und jetzt drücke ich mal Punkt, Punkt, Punkt. Dann sieht man schon 3 Bolzen fliegen oder 3 Pfeile. Und die werden ihn hier tackern. Das wird nicht gut enden. Wer ist denn das überhaupt? Damit wir schon mal uns im Voraus von ihm verabschieden können. Nein, Seegeil, Matt. Das ist ein alter Veteran. Nein, er ist ausgewichen. Wie geil. Entweder das oder sie schießen auf den da hinten. Aber der wäre viel zu weit weg. Oh, und da sind noch mehr. Und an ihm vorbei. Wow. Also das war echt mal Glück, würde ich sagen. Also Seegeil Matt ist geschickt ausgewichen und er wurde gar nicht erst getroffen. Aber die nächsten Pfeile fliegen schon. Und es werden immer, immer mehr Goblins. Wir könnten einen taktischen Rückzug machen. Und hoffen, dass die Wachen von der Karawane den Rest erledigen. Damit könnten wir uns aber eventuell mit der Heimat verscherzen. Okay, ganz ruhig. Denken wir das Schritt für Schritt durch. Wenn wir jetzt weiter angreifen, ist das Schlimmste, was passieren kann, alle unsere Zwerge aus der Miliz sterben. Das ist natürlich schon erstmal tragisch. Aber auch die Zwerge, die noch drin sind, werden dann traurig sein, weil sie halt recht viele Angehörige innerhalb der Miliz haben. Und das könnte zu Tantrinnen führen. Was ja auch nicht besonders toll wäre. Außerdem bräuchten wir wieder eine neue Miliz, die wieder bei Null anfängt. Außerdem, wenn wir jetzt da reingehen und alle unsere, also in den Nahkampf reingehen und alle unsere Zwerge sterben und Goblins überbleiben, dann würden die weiter uns belagern. Das heißt, wir müssten die Türe zumachen und die Brücke, die wir noch nicht hochfahren können, und würden dann auch die Karawane mit uns einsperren. Das heißt, die Karawane würde drinnen irgendwann verhungern oder wahnsinnig werden und das würde die Heimat auch nicht mögen. Wenn wir die Karawane rauslassen, würden deren Wachen uns helfen, gegen die Goblins natürlich, aber wenn davon zu viele sterben, haben wir auch wieder ein Problem mit der Heimat. Also so oder so sind wir ganz schön gekniffen. Ich hätte mal einfach hier draußen alles mit Fallen auslegen sollen. Aber das finde ich so ein bisschen albern. Na gut, wir machen jetzt einen leichten taktischen Rückzug. Ich sollte eigentlich Vertrauen in unsere Miliz haben, oder? Aber die haben halt nur Eisenbrustpanzer und noch nicht mal alles ausgerüstet. Also wir haben noch keine Helme, glaube ich, keine Hosen, keine 3 Kettenhemden, all sowas. Das fehlt alles noch. Das Einzige, was wir haben, sind halt gute Äxte, beziehungsweise Hämmer. Noch ein Argument dagegen wäre, dass recht viele Armbrustschützen sind. Das heißt, die werden jetzt durchgehend schießen. Die anderen Goblins werden nach vorne gehen, unsere Zwerge abfangen und die können währenddessen alle schön drauf tackern.
Okay, dafür spricht wieder, dass die Goblins, wenn ein paar von denen gestorben sind, sich auch recht schnell wieder zurückziehen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur eine schön blutige Nase verpassen, dann hauen sie ab. Na gut, ihr kennt mich. 2, 1, Risiko, Spiel weiterlaufen lassen. So, was ist passiert? Die Nahkämpfer sind rangestürmt, die Fernkämpfer schießen nicht. Mir ahnt Übles, sie haben keine Bolzen. Ich habe keine Bolzen zugeordnet in der Uniform. Glaube ich zumindest. Wo ist unser Fernkämpfer? Irgendeiner. Ach, die Fernkämpfer sind alle in der ersten Reihe natürlich, ne? Ja, Fernkämpfer alle im Nahkampf, die Nahkämpfer alle im Fernkampf. Siegal mit. Extreme Schmerzen. Ja, davon mal ab. Hast du in deinem Inventar einen Köcher und Pfeile oder Bolzen? Nein, hat er nicht. Wir haben hier einen Quiver, aber da sind keine Bolzen drin. Da haben wir wenigstens die Armbrust in der Hand, wenigstens etwas. Und wie ich gesagt habe, unsere Zwerge gehen mit der Armbrust in Nahkampf und prügeln damit auf den Gegner ein. Anstatt zu sagen, hey, ich habe keine Munition, gib mir bitte Munition. Nein, nein, so sind die nicht. Muss töten. Damit hätte sich das, glaube ich, jetzt erledigt. Also die Fernkämpfer gehen alle in Nahkampf mit ihren Fernkampfwaffen. Die Nahkämpfer sind irgendwie viel zu langsam und kommen gar nicht erst ran. Nimm. Na komm, ein bisschen Vertrauen. Ich lasse mal ganz kurz weiterlaufen, mit ein paar Mal Punkt drücken. Da wird schon wieder auf Segel mitgeschossen. Die Nahkämpfer kommen sehr, sehr langsam näher ran. Der Troll kommt jetzt auch noch und 2 Bolzen fliegen auf ihn zu. Das sieht echt nicht gut aus. Was sagen die Wunden? Er ist ohnmächtig. Jo, er ist wohl tot. Jo, Segalmet wurde erschlagen. Wie war das? Nicht C, R? Segalmet ist am Kämpfen. Wie ist er denn gestorben? Oh, sein Rückgrat wurde wohl irgendwie durchtrennt. Und er wurde von einer silbernen Großaxt in den Kopf geschlagen und der abgetrennte Körperteil fliegt in einem hohen Bogen davon. Ja, das hätte, glaube ich, keiner von uns überlebt. Und er ist gleich traurig geworden. Ist ja nicht so, dass du gerade selber in deinen Tod läufst, hä? Oh, Drachenbursche. Naja, alle Bekannte sterben. Punkt. Da unten kämpft bestimmt gerade jemand. Wer bist du? Du siehst aus wie Giga Games, der Anführer der nahkämpfenden Fernkämpfer. Hast du Wunden? Nein. Hast du Wunden? Nein. Allgemein ist noch keiner der Goblins verletzt. Das ist nicht gut. Aber wenigstens erkaufen wir der Karawane ein bisschen Zeit. Denn sobald das letzte Fitzelchen der Karawane drin ist, also ich denke mal diese Eselchen hier, dann können wir auch die Tore zumachen lassen. Und so wie ich das sehe, haben die keine Gebäudezerstörer. Also außer der Troll gehört wirklich zu den Goblins dazu. Wobei ich mir da nicht so sicher bin. Das könnte doch einfach nur ein Wildtier sein. Aber gut, weiter im Text. Punkt. So lange, bis ich irgendwo wieder Blut fliegen sehe. Oder Körperteile. Die Nahkämpfer sind so langsam. Guck dir das mal an, die sind immer noch hier hinten. So, haben wir jetzt irgendwo Blut? Ja, bei Giga Games und nicht bei dem Goblin. Und auch nicht bei dem Troll. Die werden alle niedergemacht. So, was ist passiert? Drachenbursche ist tot. Giga Games ist tot. Kein einziger Goblin ist anscheinend tot. Die werden alle sterben. Die werden alle sterben. Na gut, ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Ich könnte sie jetzt natürlich rückbeordern, aber die würden nicht reingehen. Denn sie sind in einem Kampf verwickelt und da ziehen sie sich nicht einfach so zurück. Das heißt, ich lasse die Zeit jetzt einfach weiterlaufen. Das Schicksal quasi zu Ende. Dann werden die alle tot sein. Und dann hoffentlich die Karawane drin. Oder die Wachen jedenfalls noch zahlenmäßig genug, um die letzten Goblins abzufangen. So, das waren unsere Zwerge. Der Troll ist weg. Das ist schon mal sehr gut.
und die Goblins formieren sich neu, gehen auf ihn hier los, der sich die ganze Zeit nicht wirklich beteiligt hat. Grimrock. Und wer bist du? Römmerlinger. Der steht auch einfach nur rum und wird jetzt auch getötet. Stopp. Pause, 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 Pause. Also die Karawane scheint komplett drin zu sein. Den Schalter. Obwohl, wenn die Goblins uns jetzt folgen, tapsen sie alle in die Fallen da rein. Ja, komm. Lassen wir weiterlaufen. Zwerge draußen sind alle tot. Was für ein Massaker. So, und jetzt kommt rein, ihr Ärsche. Kommt rein, versucht euch die Karawane zu schnappen. Und dann stolpert ihr alle in unsere Fallen. Ja, näher, näher. Gierigen Bastarde. Oh, Webster ist gestorben. Wo war er denn? Gut, kommt rein. Zack. Hey. Der erste Fernkämpfer, der schießt. Achso, er gehört nicht zu uns. Aber du solltest dich ein bisschen zurückziehen. Ja, oder ohnmächtig werden, unsere eigenen Fallen reintapsen. Noch ein Ambush. Und wir können die Sachen nicht in die Grabkammer legen. Apropos Grabkammer, die kann ich auch schon mal kurz vorbereiten. Denn ich habe den Verdacht, dass die nicht mehr reichen werden. Ach, die sind schon alle eingestellt. Da war der Gerogon aus der Vergangenheit fleißig gewesen. Gut. Wir können aber schon mal ein paar Rock Coffin, sagen wir mal 30, ich bin optimistisch, produzieren. So, die eine Wache ist tot, die Goblins können jetzt alle rein. Und was bist du für ein Goblin? Da ist einer, der hat so eine komische graue Animation, Bild. Argus Mashtabub. Goblin H. Steht nichts irgendwie Besonderes bei. Außer, dass der Name halt Rosa ist. Und der andere? Steht auch nichts bei. Sieht aus wie ein Anführer. Ein Anführer im Käfig. Er kommt. Kommt rein. Da sind noch jede Menge Fallen. Wir könnten jetzt mal das Tor zumachen. Gucken, was diese Goblins da so machen. Wenn die eine Hälfte eingesperrt ist und die andere draußen ist. Kommt da auch jemand den Schalter drücken? Gut. Klick. Haha. Ha, da scheint sie dazu zu bringen, wir schon weiter vorzugehen. Oh, da kommt jetzt der Troll. Der hat doch die Karte verlassen. Warum? Hä? Der demoliert wohl gerade die Brücke. Ich hoffe einfach mal, dass der Troll aber auch von Käfigen gefangen werden kann. Und wer zum Teufel bist du? Pankolos. Er lebt noch. So, komm her, komm her, komm her, komm her. So, schön. Alle nahkämpfenden Goblins sind auf ihn zugestürmt und dementsprechend gleich in die Fallen reingetapst, bis auf der Fernkämpfer. Also, unsere Belagerung hat sich jetzt reduziert auf ein Duell zwischen einem Goblin und einem Zwerg. Beide unverletzt. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Komm schon, Pankolos. Warum hast du da was auf den Boden geschmissen? Also, vor diesem epischen Duell musste Pankolos erstmal seine Hose ausziehen. Warum auch immer. Na gut, V, keiner verletzt, nö. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Punkt und gucken dann. Immer noch keiner, okay, lassen wir das Spiel einfach weiterlaufen. Töten, töten und sehr schön, der Goblin ist tot und Pankolos hat nicht mal einen Kratzer. Damit dürfte Pankolos jetzt der letzte Überlebende der Miliz sein und dementsprechend der neue Anführer der Miliz. So schnell geht sowas. Was ist mit dem Troll da draußen? Der hockt auf der Brücke. Eigentlich müsste er ja unter der Brücke hocken.
Das würde er auch, wenn wir den Schalter schon hier gebaut hätten und verbunden. Da hätten wir jetzt den Schalter drücken können und der wäre runtergeplumpst. Aber da hatten wir nicht genug Zeit für. Lassen wir das Spiel dann weiterlaufen. Und Girugon zur Karawane schicken. Und all unseren Krimskrams dahin. Ist zwar nicht die beste Zeit zum Handel treiben, eigentlich. Aber wenn wir es nicht jetzt machen, hauen die irgendwann wieder ab. Und wir wissen nicht, wie viele Karawanen wir noch bekommen. Also zum einen, weil wir uns ja eigentlich einbunkern wollten. Und zum anderen, weil die Zwerge vielleicht stinkig werden könnten, weil sie hier drin eingesperrt sind. Beziehungsweise weil sie sterben werden, sobald sie rauslaufen, weil der Troll sie belagert. Ach ja, wie viele Zwerge haben wir eigentlich inzwischen nur noch? 42. Ja, und dem einen oder anderen dürfte aufgefallen sein, wir haben noch keine neuen Migranten bekommen, obwohl das Cap eigentlich bei 55 liegt. Das heißt, wir müssten welche bekommen. Aber die 186 Toten und Vermissten dürften da doch ein wenig abschrecken. Wobei das hauptsächlich Tiere sind. Hier sind die ganzen Zwerge. Oh, da werden immer noch welche vermisst. Das sind wahrscheinlich die, die draußen gerade liegen. Mann. Ja, mal gucken, wie unsere Zwerge drinnen darauf reagieren, dass draußen alle gestorben sind. Aber das müssen wir in der nächsten Folge gucken. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.